Hallo und herzlich willkommen zurück. Hier ist Standing Geek 2 mit Caleb. Donkey Kong Country 1, 101% ist wieder am Start. Und wir sind in der dritten Welt angelangt im letzten Part. Und ja. Jo, lass uns starten mit Gaia Fire. Genau, Gaia Fire. Oh je, das ist ein Waldlevel. Sieht schon wieder sehr episch aus. Oh. Ja, die Musik ist auch episch. Mhm. So, ich mach mal erstmal langsam hier, weil... Ah ja, okay. Ja, genau, das kenne ich noch, das Level. Hier kann ich noch so, jetzt kommen hier Bonusse. Okay. Also, du musst zunächst den Gaia erledigen. Das machen wir so, genau. Dann gehe ich hier runter damit... Na, bei den Bananen bestimmt, ne? Genau so ist das. Nein, 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 nein! Nein! Suboptimal. Scheiße. Na, da müssen wir uns töten lassen. Ah, da habe ich zu viel gerollt. Oh Mann, das ist gemein. Donkey Kong macht einmal was falsch und sofort wird er umgebracht. Ja, okay, das ist assi. Was für rabiate Methoden. So, jetzt aber. Kein Wunder hat der 14 Jahre lang kein Spiel mehr gemacht. Ja, stimmt allerdings. So. Jetzt aber langsam machen hier. Ich meine, ich frage mich, ist der krankenversichert? Also, da brauche ich schon einiges. Ja. Ah ja, hab's. Sehr gut. K. O. N. G. gleich Kong. So. Weißt du eigentlich der wahre Grund, warum Diddy nicht beim Spiegelmodus dabei war? Weil eigentlich sollte der da auch drin vorkommen. Welchen Spiegelmodus? Ach so. In Donkey Kong Country Returns. Warum ist er nicht bei? Der ist gestorben während der Aufnahme, deswegen. Ach so. Eigentlich war geplant, dass er teilnehmen sollte, aber dann war der Dreh so hart und ja, dabei ist er halt gestorben. Oh, dann musste man alte Sachen nachdrehen. Da war dann halt öfters ein Statist am Werk. Okay. Das ist der Ghost Man. Und deswegen hat Diddy nichts gemacht, aus sich auf Donkey Kongs Rücken zu verstecken und ein paar Special-Effekten zu machen. das ist der ganze Grund. So, da hinten ist der Verdoppler, genau. Das gibt richtig satt viele Leben. Ja, weil ich schon 300 vorher habe. Genau. Ja, 700, komm. Ja gut, wird nichts mehr, aber... Ah, nein. Macht nichts. Passt. 6 ist, also 7 ist so Standard, 8 ist schon extrem gut. Mhm. Ja. 6 ist auch noch okay. Kommt jetzt ein Bonus? Nee, mit dem da nicht. Gut. Na, ich muss ein bisschen vorher wissen, sonst hau ich wieder alles kaputt. Du kennst mich, ja? Ja, ich sag dann schon Bescheid. Okay. So. So, hier kommt da einer. Genau, das Ding und gegen die Wand. Ich mach's lieber mit Diddy. Ja, das ist so mein einiges klüger. Ich finde, das Donkey Kong ist mir zu knapp, das ist... Ja, so ist es auch. Das Bonus-Level finde ich auch assi. Also komischerweise finde ich es gegen 3 von den Klapptraps fast einfacher als gegen 1 bzw. 2. Ich weiß auch nicht warum. Aber bei 3 kann man so viele Multi-Jumps nacheinander machen. Das stimmt. Aber hier, keine Ahnung, 2, ja. Habe ich glaube noch nie geschafft, die alle. Okay. Also ich glaube gegen 2 habe ich es einmal geschafft, gegen 3 ziemlich oft, ich glaube gegen den Einzelnen noch nie. Okay. Tatsächlich. Weil der ziemlich abgeht irgendwann, aber gut. Ach stimmt, der ist ja ganz schnell. Oh, was war das denn? Ja. Das ist bitter, weil das Halbzeitfass stand schon da und hat gemeint, du wolltest mich haben, ne? Ja. Ah, oh, scheiße. Oh, naja, nee. Wenn ein Halbzeitfass sein Gesicht hätte, das hätte ich gern gesehen. Das hätte so einen Tropfen bekommen, kennst du das? Ja. Das wird auch denken, was habt ihr denn gerade gemacht? Oh Gott, was war... Oh Gott. So, jetzt aber. Ganz, nein, nein! Oh. Du kriegst mich nicht. Oh Mann.
Alter. Du hast das Halbzeitfass getötet. Ja. So, kommt noch ein Bonus in den Land? Kann ich jetzt so spontan schwierig sagen. Wenn, dann schreie ich schon. Oh Gott, jetzt schon. Da war jetzt erst das O. Aber ich glaube nicht. Damit brauchst du nichts machen. Außer die Viecher zu töten. Ja, das O kommt, ich glaube, zum einzigen Mal an diesem Spiel erst nach der Halbzeit. Das ist krass. Das hat Domi auch mal in einem DKC-2-Part letztens gesagt. Das wusste ich selber auch noch nicht. Das sind anscheinend die längsten Level. Ah, genau, da kommt ein Bonus. Hoch. Den töten. Und dann da unten das Fass holen. Auf die Markierung. Wo ist denn die Markierung? Ach, da unten. Ah, ja. Und dann das mittlere. Oh ja, boah, ist das assi, Mann. Aber ja, das ist eines dieser DKC-Konstanten. Wie auch es eine Konstante ist, dass es meistens, zumindest in Donkey Kong Country 1 gibt es eine Welt. Also, wenn man eine neue Welt betritt, gibt es zwei Level, die direkt das sind. Also zum Beispiel, wenn du hier im Wald bist, gibt es zwei Level, die sind direkt Wald und eins ein bisschen abgeendeter Vorraum. Okay. Und ansonsten halt random Level wie Tempel, Höhlen und so. So, jetzt betreten wir Wipfelkommune, was eines der schlimmsten Level ist, dann mit dem wirst du kaum hinkommen. Okay, gut. Also mit dem Geier ist es einfacher, aber das hat funktioniert. Ja, das habe ich jetzt extra gemacht, weil ich keinen Bock auf dieses Spiel habe. Oh, dieses Bonus fand ich so zum Kotzen, weil ich konzentriere mich auf so eine Zahl und ich bin immer so ein Idiot, der Master meinem vorletzten oder letzten versaut das. Oh, also, nee. Aber wenn man früh genug macht, kann man das Cast schon wissen, bevor es anfängt, sich. Ja, das, aber man steht das da, ne? Ja, ganz am Anfang spürt man einfach schnell. Gehört zu den drei schlimmen Leveln in diesem Spiel, finde ich. Eins haben wir schon, nämlich Dawn Quest. Das zweite ist das hier. Viel als Kind gestorben, weil man hier sehr, sehr viele Genauigkeiten beweisen muss. Bis zur Halbzeit ist noch nicht schlimm, danach geht's richtig ab. Ja. Und ja. Die Fails sind schon vorprogrammiert. Aua, da kommen sie schon. Die Halbzeit ist schon so ein bisschen in der Nähe, dann ist es schon. Ah, okay, der ist wichtig. Da kommt das Lampenfieber. Oh, so, nein, hier muss man schon aufpassen, ich bin jetzt klingt ab 50 Mal da runtergeflogen, bevor ich gecheckt habe, dass ich warten muss. Ja, richtig. Das ist so assi. So, das ist auch scheiße, diese. Was da unten? So, jetzt kommt Bonus da unten, die Banane abschießen. Ja, Moment, ich will da. Wie soll ich denn da runter? Einfach runterfallen? Du musst die Banane abschießen mit dem Fass. Okay. Das du warst. Okay. Ach du Scheiße. Ist das assi? Ja, aber wenigstens deutet die Banane darauf hin, muss man sagen. Das stimmt allerdings. Also ich werde einfach jetzt runtergesprungen. Ja, gut, man sieht natürlich nicht, was da unten vor sich geht. Das ist der Nachteil. Die Kamera in diesem Spiel schwenkt nur sehr, sehr ungern nach unten und nach oben aus. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Der ist gerade dabei, das hier zu First Schwein, fällt mir ebenfalls auf. Nein! Ja, ich sag nichts mehr. Sicht. Ach Gott, das ist auch ein Scheiße. Das ist der Killer eines jeden Let's Races. Ja. Genau an dieser Stelle, ey. So, jetzt noch die Schulter hat er es tatsächlich schon geschafft im ersten Versuch, ey. Zigeuner. Kein Bonus? Nö. Das schaffte das Versuch, ey. Das ist so krass, ey. Ne, den Punky Kong lassen wir jetzt mal, der labert eh nur das gleiche. Grüner Taumel. Grüner Taumel, genau. Oh je. Das zweite Waldlevel. Das sieht auch cool aus. Oh ne, das mit den, genau mit den Seilen. Hm? Mhm. Und ja, ein bisschen anders als das andere. Diesmal kommt es ein bisschen mehr auf Geduld an. Richtig. Anstatt, dass man sich mit mit Kanonen nach vorne bewegt, bewegen sich. Beziehungsweise mit Geilen, wie man sich mit Seilen nach vorne. Wenn man Bock hat, kann man das K auch irgendwie holen, aber das würde ich eher mit Didi machen. Ich hab Angst. Ach, ist nicht so schlimm. Einfach bei den Singern gut ausweichen. Okay. Wieder überall rumstehen.
So, das Boah. Braucht man nicht für einen Bonus, also kannst du es zerschmettern. Okay. Ja, hier ist auch nichts. Boah, ich hätte jetzt immer, ich hätte überall rumgesucht, ob es da irgendwo eine Kiste gibt. Ja, es sieht natürlich offensichtlich aus, aber das, ja, war in dem anderen Dschungel-Level davor, ouch. Ja, hab ich auch gerade gedacht, was ist da los? Aber hier kennt man den Kong. Und soweit ich weiß, gibt's jetzt auch der Halbzeit 2 Boni. Okay. Nein! Ach, du böse. Böse ja, Biene. Ja, deswegen sich die Zinger zusätzlich noch selbst. Davor haben sie nur da gestanden, jetzt tun sie selbst Akrobatik betreiben. Boah. Okay. Bisschen aufpassen, ich hab nämlich nur einen Kong und da habe ich jetzt keine Lust zu failen. Ja, da kommt aber, glaub, gleich nochmal einer. Glaube ich. Hoffentlich, das wäre gar nicht so schlecht. Ich glaube, ah, ja, das kannst du. Okay. Ja, genau. Nein, nicht schon wieder treffen jetzt. Größtenteils oben bleiben. Ja, hast recht, das habe ich gerade gemerkt. Jetzt hätte ich aber ein bisschen nach unten gucken, jetzt kommt bald ein Bonus. Den sieht man nur schwierig. Genau da unten. War das da? Ja. Okay. Ja, werde ich gleich nochmal. Und hier, ne? Nee, das musst du bis auf die andere Seite transportieren. Das ist so asozial. Und wenn du das jetzt da stehen lässt und dann wieder zurückkommst, dann ist das fast weg. Och Gott, ist das assi. Ja, das sind zwei am Ende, die sind, also vor allem das eine da bei den Geiern, das sieht man erst sehr, sehr spät. Und wie gesagt, ich habe einmal, wenn ich vorhab, schön sorgsam jeden Gegner getötet, dann kann ich wieder das scheiß Wasser weg. Erst in der Game Boy Advance Version hat, sagt der Memory, lass das Fass da. Davor hat er gesagt, okay, du verlässt den Bildschirm, ja, dann tun wir es weg. Oh Gott. Das ist ja richtig scheiße. Wie soll ich denn da. Das ist doch asi. Wie soll ich denn das da wegkriegen, Mann? Also es müsste gehen, wenn du sie in Einzelschritten erledigst. Also einen erledigt, dann gehst du die zurück, holst das Fass. Achso, das sollte gehen, okay. Ah, hier oben. Oder wenn du wahnsinnig bist, kannst du Diddy nehmen und immer unten durchrennen, wenn sie springen, aber ja. Wahnsinnig. Ja, ich glaube, so wahnsinnig bin ich nun auch nicht. So, bei den Geiern, du musst mir gerne genau nochmal sagen, wann das genau kommt. Ich muss gucken. Ah, hier! Jetzt! Da, ich hab's gesehen. Gut. Boah. Okay, ich muss schon mitgucken, oh Gott. Da bin ich auch mal so ein bisschen blind drin. Das ist aber jetzt nicht der dritte, oder? Das hier. Ich hoffe nicht, ey. Oh, zum Glück. Okay. Manche freuen sich unter so einem Bonus wie so. Oh, zum Glück. Oh nein, jetzt kommt das Assige hier. Ja. Also erstmal den da erledigen. Auf jeden Fall. Doch. So, jetzt erledige den anderen. Das Fass eins hochtragen. Natürlich ist der Nervenkitzel immer da, weil man darf es nicht aus Versehen werfen. Das ist das ja, Schlimme. Das ist wahr. War das mit den Leuten hier? Nee, du musst doch mal da unten runter. Ganz runter? Ja. Die haben doch echt gekifft, oder? Ja. Aber man muss auch kiffen, um so geniale Spiele rauszubringen, glaube ich. Vor allem jährlich. Boah, ich dachte, das ist ja weg, Mann. Also so kurz ist der Memory dann doch nicht. Auch bei Nintendo oder bei Wear damals weiß man das nicht. Ja, das stimmt, man weiß es wirklich nicht. Aber ja, damals hatte man noch ein paar Speicherplatzprobleme. Um die Spiele größer zu machen, hat man es halt dann so Sachen wieder abgebaut. Ja, das stimmt auf jeden Fall. So. Also, wenn du den Let's Play erkennst, Funk Royal hat ja bei Wipfel-Dingsbumster oder das, wo ich was mit einem Versuch geschafft habe. Da habe ich. Guck mal, was hier oben ist. Nichts. Oh ne, scheiße. Scheiße. Oh ne, das ist nicht gut. Da wäre ich lieber doch nicht hochgegangen. Oh Gott, ich bin am Zittern, Mann. Oh ne, die Dinger kommen noch hinterher, oder? Ja, das ist jetzt, genau, das ist jetzt das zweite Tempel-Level und dieses Mal stehen die ja nicht nur im Weg, sondern die rollen hinterher. Okay, da muss mir früh genug die Bonus sagen, weil ich renne da bestimmt vorbei. Ja, einen haben wir schon verpasst, das ist nicht schlimm, das kann man gleich am Anfang nachholen. Okay. Aber den verpasse ich jedes Mal, es war so klar, dass ich noch diesmal verpasse. Jedes Mal.
Was denn jetzt? Das war zu lange gezögert. Ja, er hat nichts mehr gemacht. Warte mal, da stimmt irgendwas mit meinen. Weil, wenn ich Dings drücke, dann geht der irgendwie hoch. Moment. Was hab ich denn hier? Ja, Z, Z. Was hab ich denn für Z? Lol. Keine Ahnung. Ein Gamepad wäre eventuell nicht schlecht. Habe ich sogar. Okay. Also, ich finde so eine Gamepad zu spielen ein bisschen krank. Ich spiele ja ohne Gamepad. Okay. Interessant. Aber das andere habe ich jetzt nicht angeschlossen, weil es auf der Xbox dran ist. Da musst du mir sagen, wann das Bonus kommt, weil ich glaube, da renne ich sowieso wieder vorbei. Du musst das Fass aufheben und dann gegen die Wand laufen. Das Fass, was jetzt kommt, gegen die nächste Wand laufen. Mit Diddy besser, hä? Huh? Ja, aber der ist halt nicht da. Das heißt, du musst es mit DK machen. Ach so. Ah, ich weiß, was du meinst. Gut. Ja. Ja, aber geht das Fass bei dem Tipp auch nicht kaputt? Hm? Wenn man so durchrennt, geht das Fass auch nicht kaputt. Deswegen wolltest du mit Diddy machen. Ja, also wenn du mit Diddy hinrennst, geht's schon kaputt, ja. Aber wie gesagt, du kannst, nachdem das Level vorbei ist, auch einfach nochmal reingehen. Ah, hier kann man ja zum Glück, nachdem man etwas gesammelt hat, das Level beenden oder hat man's. Richtig, das ist geil. Muss nicht wie in den neuen Spielen das ganze Level nochmal durchmachen. Runterfallen? Nö. Da war ein Pfeil. Ach so. Okay. Ja. Ich bin irgendwie 20 Sekunden im Rückstand, glaube ich, ja. Echt? Ja. Der Pfeil kam irgendwie erst eine halbe Stunde später. Okay, dieses... Aua! Dieser Klapptrap ist es, den ich meinte. Gegen den habe ich noch nie gewonnen. Ich auch nicht. So ein Wahnsinniger. Ja. Der hat auch irgendwie gelitten, als er programmiert wurde. Mindestens. Ach, da oben ist eine Plattform. Da bin ich früher immer so drüber gesprungen, weil ich die Plattform nicht gesehen habe. Ja. Kommt noch ein Bonus? Mir fällt gerade keiner ein, nee. Gut, dann kann ich ja durchwaschen. Aber ich glaube, ich fehle jetzt sowieso, wenn ich nur einen Kong habe. So bin ich. Bei den einfachsten Leveln, dann mache ich eher Fehler. Und bei den schwierigeren, da gehe ich so durch. Ja, was wollt ihr denn jetzt? Hey! Der letzte. Das ist nicht wahr, ey. Warum rollt der nicht? Das ist bei Donkey Kong Country 2 auch bei mir so der Fall. Da rollt der nicht bis zum Ende. Oder muss ich das halten? Ja, ich glaube halten. Nee, auch nicht. Ja. Nee. Das ist nur ein Return. So. Hier muss man immer wieder kurz. Also man kann immer nur für ein bisschen rollen. Mhm. Und da runter zum Boni. Hier ist die Plattform. Jetzt haben wir wenigstens zwei Kongs. Das geht dann relativ einfacher. Da kann man sich so einen Fehler erlauben, was eben passiert ist, oder? Ja, dann schon. Aber du darfst doch nicht vergessen, dass das Rad dich in der Zeit einholen kann. Das stimmt. Oh ja, jetzt klappt es, ne? Hm? Lol. Da unten ist das G. Das G? War das da unten? Ach du Scheiße. Ja. So, jetzt musst du zurück und die Boni holen. Also mit dem DK-Fass, oder?